Einen wunderschönen guten Morgen, meine lieben diese Freunde. Es ist kalt, es ist Mittwochmorgen. Es geht Richtung, mal alles oben, ja. Kundgebung, Sternfahrt in Kassel. 9 Uhr startet das Ganze. Das ist jetzt 8 Uhr. Ich will nochmal. Na, kriegen wir einen Drive rein? Ja. Und ich will mir nochmal was zum Frühstück holen. Und natürlich geht es dahin mit dem LKW. So. Ja, das reicht. Fühlt sich alles noch sehr synthetisch an. Ja. Hoppala. So mal schön, wenn du hier wendest. Steht gut abgeschlossen hier, weggeschlossen hier, das gute Stück. Oh, das ist alles mal richtig kalt für meine Finger hier. Es sind minus 7,5 Grad Celsius. Auch wenn im Display 6 Grad Celsius steht, also da muss ich mal beim nächsten Werkstattaufenthalt mal drauf aufmerksam machen. Auch ganz sanft warm fahren. Tanks sind voll für die Kundgebung. Ja, und wir haben uns ja nur auch eine ganze Weile nicht gesehen, deswegen frohes neues Jahr. Vor allen Dingen viel Glück, Gesundheit und natürlich auch Liebe euch allen. Oder wartet mal, es ist um 8. Ich überlege gerade, was das Beste ist. Erstmal über die Hafenbrücke drüber, glaube ich. Ja, ich fahre erstmal über die Hafenbrücke drüber, dass ich das weg habe. Das ist besser. Ja. Weil ich muss nämlich quasi über die Fulda und da gibt es in Kassel nicht so viele Möglichkeiten. Da gibt es halt weit, also die östlichste, südöstlichste ist halt die Hafenbrücke. Ansonsten kommst du erst wieder in Hannover-Schmünden drüber. Da müsste ich jetzt fast auf die Autobahn fahren und dann nach 10 Kilometern wieder runter. Das habe ich nicht vor, weil da müsste ich halt nochmal Maut mit Paysafe und so weiter lösen und ja, das muss jetzt nicht sein, weil ich komme über Landstraßen hin, lasse demnächst auch das UBU einbauen, aber eins nach dem anderen. Deswegen fahre ich jetzt nach links übers Brückchen und bin dann schon mal drüber, weil da weiß ich nicht, wie lange das dauert. Ich weiß auch nicht, wie ist der Zustrom an Traktoren, an LKWs, wie verstopfen die das? Wobei Sternfahrt ja eigentlich heißt, dass rund um Kassel sternförmig angeordnet sich die Leute treffen an unterschiedlichen, nicht nur meine, 5 unterschiedlichen Treffpunkten und dann Richtung Regierungspräsidium zu um 11 dann reinfahren. Also 9.30 Uhr geht's los, man lässt sich anderthalb Stunden Zeit, wird also ein ordentliches Gezuppel und da hinter mir, weiß nicht, wo er hin will. Ach ne, da war noch einer, der wollte einscheren. Ja, und dann fahren die sternförmig halt zum Regierungspräsidium. 9.30 Uhr los, 11 Uhr soll dort eine Kundgebung sein. Das heißt, denke mal, man trifft sich eine halbe Stunde vorher, stellt die Fahrzeuge ab, geht dann zur Kundgebung. Und ja, um 13 Uhr soll ich das Ganze wieder auflösen und jeder geht seines Weges. Und oben klappert, oben rechts klappert irgendwas. Das ist aber echt nicht, was es ist. Je kälter es ist, desto mehr klappert.
Das ist noch so ein ganz leichtes, also irgendwie als würde dann Kabel irgendwo ans Plastik schlagen. Da muss man mal nachschauen. Ein bisschen vorsichtig sein, es ist wirklich kalt. Das Auto hat gesagt 7,5 Grad. So, schön langsam hier. Alles kalt hier im Auto, aber das sieht richtig gut aus. Ich glaube, die Leute bleiben alle möglichst zu Hause im Homeoffice, weil das natürlich auch alles angekündigt ist. Und das ist auch vernünftig. Das ist auch vernünftig. Ja, ansonsten habe ich mich hier drinnen schon ein Stückchen eingerichtet. Weihnachtsschmuck ist weg. Ich habe so viele Videos gedreht, aber ich bin nicht zufrieden damit. Vielleicht bringe ich die als Zusammenfassung nochmal irgendwann. Ich muss nur zum Schneiden kommen, aber momentan ist so viel zu tun und zu erledigen. Ich komme kaum hinterher und ich habe ja nicht nur jetzt die Transart GmbH gegründet. Ich habe ja noch ein, zwei andere Firmen gegründet, neu gegründet und die wollen alle halt aufgebaut werden. Manche Sachen muss ich da mehr Energie reinstecken, in andere weniger. Bin ja auch noch als Ingenieur unterwegs. Und ja, da ist die Zeit halt ein bisschen beschränkt. Aber ansonsten habe ich jetzt hier das neue Navi. Das ist das Diesel, oder in Englisch sprichst du es Diesel. Auf Deutsch ist es DEZL, aber im Englischen sprichst du es Diesel. Haben sie sich wahrscheinlich auch was dabei bedacht bei Garmin bei der Namensfindung. 110. Abbruch. 110, das ist das große 10 Zoll Display. Sehr schön, sehr groß. Also vorne an der Scheibe habe ich das montiert. Da wird es auch vermutlich bleiben. Ich finde es da optimal. Also ich muss nicht groß mit dem Kopf rumgucken, sondern sehe immer gleich, wo was ist. Und jetzt müssen wir mal überlegen, wo ich hier was zu schnappeln bekomme. Ich hätte schon noch Hunger. Ich habe jetzt die Standheizung nicht angemacht, weil wenn du die bei der Fahrt drin hast, dann bläst das normale Gebläse kühl und die Standheizung von unten heiß. Und das ist eine komische Mischung. Deswegen habe ich es jetzt ausgelassen und warte auf die kalte Luft vom Motor, beziehungsweise auf die warme Luft, aber der muss natürlich auch erstmal warm werden hier, 12,4 Liter. Das geht halt nicht so schnell wie beim Auto, aber vorne an der Scheibe langsam, die Eiskristalle gehen langsam weg. Hab natürlich meine Haus- und Hofrunde um die Sattelzugmaschine gedreht und bisschen hat er dann schon mal laufen dürfen, weil gleich in so eine große Motoren einsteigen und Leistung abfragen, auch wenn er da als Solo nicht viel bringen muss, ist nicht gut. Das Öl darf auch erstmal eine gewisse Viskosität erreichen, dass es ein bisschen runterkommt von der Viskosität, sich leichter verteilt und die Schmierwirkung entfalten kann. Deswegen darf man es noch mal ein bisschen laufen lassen, aber wenn halt der Motor warm ist, darf es natürlich auch nicht gleich auf die Tube drücken. Der ist jetzt alle noch weit weg vom Warm. Aber viele denken halt auch, Motor ist warm, jetzt kann ich gleich jetzt kann ich gleich loslegen. Ist auch natürlich grundverkehrt, weil das Öl natürlich im Getriebe, im Differential und so weiter, also im ganzen Antriebsstrang, das ist natürlich noch nicht warm. Und auch das muss ich ja auch erstmal ein Stückchen warm fahren. Aber der Motor ist halt dann schon mal ein bisschen kühlt besser. Das Öl kann sich besser verteilen und die Reibungsflächen sind halt besser geschützt. Ne? So, jetzt mal gucken, dass ich irgendwo noch ein leckeres Käffchen was zu schmatzeln bekomme. Und ich wüsste eigentlich auch wo. Hier vorne links kommt so ein kleiner Bäcker, der hat sehr leckere Pfannkuchen. Wird auch Bekannten von mir, die Bäckerei. Aber ich wüsste jetzt nicht, wo ich mich jetzt hier hinstellen soll mit dem Dicken. Das ist das Problem. Ich fahre mal vorne auf so ein, da ist so ein Rewe oder ein Edeka und dann fahre ich mal dort auf den Parkplatz. Ja. Und werde mir da was holen.
schon mal lecker aus bei denen. Ansonsten hatte ich, als ich das Gerät hier abgeholt hatte, das habe ich gebraucht gekauft, das ist einen Monat alt, da wird ja nichts schlecht dran, mal eben 400 Euro gespart, weil es kostet 9.900. Und ich kann mir natürlich die Mehrwertsteuer ziehen, das kann ich nicht machen, wenn ich es gebraucht kaufe von einer Privatperson, aber ich habe halt deutlich mehr gespart, als ich auch im günstigsten Internetangebot an Mehrwertsteuer halt ziehen könnte. Und deswegen habe ich das dann in der Nähe von Marian geholt und dann die Gelegenheit genutzt und Marian besucht mit dem Womo. Und war cool, wir haben uns in Schleiz am Hemm-Autohof getroffen. Und dann hat die entschieden, komm, ich bleibe über Nacht, ich stelle mich vor seinem Haus hin, haben wir noch einen schönen Abend verbracht, viel miteinander gesprochen, diskutiert und einfach schön. Und hatten dann, nächsten Morgen bin ich los, hat noch schönes Frühstück gemacht, aber einfach schön. Muss man öfters machen, Marian, also das dürfen wir nicht so einreißen lassen. Ja, ansonsten habe ich jetzt auch so eine Halterung hier unten, ich weiß nicht, ob ihr es seht, da unten. Das zeige ich aber nochmal speziell von Remmount. Die will ich unten irgendwo anschrauben, aber die Plastikverkleidung, die machen jetzt nicht so einen stabilen Eindruck, muss ich ehrlich sagen. Und da muss ich mal schauen, wie ich es am besten mache. Ja, da will ich mir unten halt hier noch so ein Tablet hinbauen. Nochmal mit zusätzlich mit TomTom drauf. Ich habe ja hier dann die Garmin-Navigation, das ist ein reines LKW-Navigationssystem und ich bin mit Garmin an sich sehr zufrieden. Schon seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, ich nutze Garmin seit 2000. Also schon mit dem Motorrad damals. Und so, jetzt kommt der Dicke erstmal. Jetzt muss er mal warten. Und bin da mal sehr zufrieden. Und das ist jetzt speziell für LKW und Busse. Und schönes großes Display. Also das musste sein. Und ist hier drauf. Ich bin da komplett schmerzfrei. Wir sind ja auch Solo. Ne? Zu dem Thema komme ich dann auch noch gleich. Solo und wie lange noch? Kiosk hat auch noch zu. Oh, der Bäcker hat offen. So, schauen wir uns hier großzügig hin. Ja. Und deswegen will ich hier unten nochmal auch für die Subsoftware, das heißt also Kunden-E-Mails und so weiter, einfach für den Überblick hier unten. Also hier unten will ich dann nochmal eins hinhaben. Und so eine RAM-Mount-Halterung hier halt reinbasteln, da muss ich mal gucken, weil das ist hier, das ist nur so eine Blende. Das ist nicht sonderlich stabil, wie und wo ich das halt dran mache. Ne? Irgendwo oder unten drunter dran schrauben. Hier oben, naja, aber dann wird das ganze Zeit der Tisch so belastet und das wiegt schon ein bisschen was mit dem Ausleger. Da muss ich mal gucken, hier, das ist nicht ganz eben, das ist schwierig drauf zu bauen. Hier will ich es nicht reinbauen, weil die Ablage will ich mir ganz gerne erhalten. Da muss ich mal gucken, wie ich es am besten mache. Und so eine Tassenhalterung, die möchte ich nicht haben. Also ich hatte dann mal bei Facebook mal ein bisschen rumgefragt und da kam dann auch der Vorschlag mit so einer Halterung, wie du die Tasse machst und verspannst. Dann bin ich wieder so ein Tässchen hier los, so ein Halter. Das wollte ich eigentlich nicht und deswegen mal schauen, wie und wo ich das dran schraube. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee, noch wie man das hier am besten machen kann, beziehungsweise Idee oder Erfahrung besser gesagt. Ja. So, haben wir alles beieinander. Oh, schön hier.
nochmal die Standheizung angemacht während des Aufenthalts im Auto. Oh, es wird langsam muckelig. So. So, geht langsam los. Haufen Leute hier. Ein paar treffen sich. Und jetzt fahren wir gleich zur Sternfahrt los. Vorne ein bisschen Fresskram, Hummus, Brötchen, leergesoffener Becher, ein bisschen Kuchen, den sie ausgeteilt haben. Der immerhin wurde halt beim Treffen halt zum, zur Futtertheke umgewandelt, weil ich so die schönen Tanks zum was Ablegen dran habe. Und gab es ein bisschen Verpflegung, was Heißes zum Trinken und so ein paar andere Sachen. Und ja, jetzt geht's gleich los zur Sternfahrt, pünktlich. Wir haben es 9.35 Uhr. Ein paar Handwerker noch dabei. Also zeigen sich ja mittlerweile viele Leute hier solidarisch. Wir fahren ja, oder ich fahre ja aus dem Speditionsgewerbe, darf ich mich ja mittlerweile bezeichnen, schon mit. Und bin mal gespannt, wie es jetzt abläuft. Gab noch eine kleine Einführung vom Organisator hier. Henning und hier oben bei Simmershausen bei so einer Biogasanlage. Da haben wir uns getroffen. Das geht jetzt über den Weg nach Kassel. Ich habe vorhin auch ein Plakat mit drauf geklebt, solidarisch zu den Bauern. Wir fahren. Ja, haben uns gerade in Bewegung gesetzt und vorab noch ein paar Fahrzeuge, aber so aus dem Bereich Sattelzugmaschine, Anführungsstrichen Fernverkehr, was ich auch fahren möchte oder fahren werde. Bin ich hier der Einzige. Ich glaube, die anderen Jungs müssen arbeiten. Aber ich habe ja noch Zeit, deswegen mache ich das hier gerne. Schraube meine eigenen. Tätigkeiten ein bisschen zurück. Ich habe mir heute extra freigenommen dafür. Ich habe vorher noch eine Ansprache. Und wie wir uns zu verhalten haben, wie wir zusammenfahren, Kolonne halten, bei roten Ampeln sperrt dann, wenn der Zug dann drüber fährt, sperrt dann die Polizei ab. Und ja, freue mich drauf. Ein bisschen Solidarität zeigen, A zu den Bauern, B aber auch für die eigenen Werte eintreten. Weil ein Speditionsunternehmer, wenn er jetzt 1000 Kilometer durch Deutschland fährt auf der Autobahn, darf dann erstmal 350 Euro vorhalten. Ich habe nur einen LKW, da mag das noch irgendwie übersichtlich sein. Aber jetzt jemand größere Speditionen, die jetzt so 50, 100 LKWs vorzuhalten haben, bei 100 sind es dann mal eben, ne? 350 Euro, nochmal zwei Nullen hinten dran, könnt ihr euch ausrechnen. Da bist du bei 35.000 Euro, die du vorhalten kannst, nur für 1000 Kilometer. So, das heißt, alle zwei Tage 35.000 Euro zum Vorhalten. Wer soll denn das alles noch bezahlen können und vorstrecken können? Also gerade jetzt in Krisensituationen und Rezessionen wie jetzt wird sehr, sehr viel von den deutschen Unternehmern erwartet. Und vorher hast du schon Corona gehabt, hast ohnehin schon Probleme gehabt, Geld zu verdienen. Und jetzt wird halt nochmal ordentlich zugelangt. Ne?
Und da fehlt halt einfach die Verhältnismäßigkeit mittlerweile. Und das ist ja nicht auch erst seit jetzt. Das Ganze zieht sich ja schon seit vielen Jahren zu, das Pendel. Ja, aber sind wir nicht in einer schönen Gegend hier? Ha? Kann man das so ein bisschen sehen? Ja, kann man ein bisschen gerade halten. Ja, schon schön hier. Ich lebe hier gerne. Also zuckeln hier so circa zwischen 10 und 20 km/h. Tanks sind voll, es kann also nicht viel passieren. Vor mir ist so ein Pickup, davor ist ein Traktor, ich glaube ein Steyr. Und davor ist, seht ihr das graue Fahrzeug, das ist ein 770er Scania, ein R770. Schönes Ding, hatte mich gerade auch mit dem Unternehmer unterhalten. Der fährt in einem Jahr 7000 Kilometer. So ein bisschen halt Hobby. Also ihr seht, ich bin da nicht ganz alleine. Aber schönes Ding da. Ich bin auch mal aus dem Automatikmodus jetzt rausgegangen. Hört sich halt bergab hier bei gleichbleibender Geschwindigkeit einfach besser. Kannst auch mehr mit der Motorbremse dann arbeiten, ohne dass du halt immer irgendwie in den Retarder rein musst. Geben schon ein bisschen mehr Gas da vorne, wir sind jetzt bei 20. Dann ist jetzt weg. Noch ein bisschen versetzt fahren. Machen wir mal die dicke Hupe an. Okay, die Sonne ist doch noch schön kräftig da. Ich sehe gerade, der Tank, ich bin jetzt mit dem Tank, na gut, ich habe viel Standheizung angehabt und so weiter, hatte den aber in Bocholt voll gemacht, bin damit, glaube ich, zurückgefahren und ja, so ein bisschen Kurzstrecke und so weiter, hier aber nichts Besonderes und viel Standheizung laufen lassen. Vor Weihnachten war das, danach stand er ja bis jetzt. Jetzt beim Bergabfahren hat er sich die Tanknadel doch noch mal ein bisschen bewegt. Ich würde mal sagen, die steht jetzt bei 85-90%. Das kann es eigentlich noch nicht sein, weil bei so viel Inhalt, den ich da habe und 250-300 Kilometer, was wir da verbraucht haben, bin ja solo gefahren, habe da sogar ein bisschen was aufgenommen. Vielleicht schneide ich das jetzt hier mal rein, zumindest Stücken davon. Schönen guten Morgen zum 4. Auto wird langsam warm, der Motor auch. Hab mir gerade noch mal Käffchen geholt. Ach ja, sorry, unfass gepennt hier. Oh.
Meine Güte. Boah. Das ist jetzt so eine richtige Panzerplattenstrecke hier. Boah, dann das geht noch ein bisschen. Weil nach wie vor ist ja der LKW. Uffala. Solo. Und, oh, Gottes Willen. Das macht gerade keinen Spaß. Ich warte ja auch noch auf die Handelsregisternummer von der Transart. Ich mache also alles momentan auf komplett eigenes, volles Haftungsrisiko. Also kannst ja schon aktiv werden mit der Firma, auch wenn sie noch nicht im Handelsregister eingetragen ist. Also Antrag ist alles gestellt durch Notar. Und Gewerbeanmeldung liegt auch ready to go. Also das Gewerbeamt weiß schon Bescheid. Berufsgenossenschaft ist erledigt. Versicherung, Angebote und alles schon erledigt. Aber ich brauche halt unbedingt die Handelsregisternummer. Mit der Handelsregisternummer bekomme ich die Steuer-ID. Und das ist alles sehr wichtig. Wir haben heute zwei große Themen. Das erste Thema ist Trailer. Und das zweite Thema ist, das wurde ein, zwei Mal nachgefragt. Ich kann mir gut vorstellen, dass das mehrere interessiert. Wie fange ich denn eine Selbstständigkeit an? So, nach diesen Einschnitten jetzt weiter im Text. Und ja, was hast du da verbraucht bei 300 Kilometer? 20 Liter im Schnitt. 60 Liter. Das ist nicht mal 10% von den 900 Litern, die hier reinpassen. Ich glaube, da habe ich wahrscheinlich auch noch ein bisschen Problem damit, die Tanks richtig voll zu knallen beim Tanken. Aber das wird auch noch. Die Tricks und alles, das kriege ich auch noch raus. So, jetzt geht es hier das Schocketal hoch. An Iringshausen vorbei. Hinten sieht man auch schön, da ist der Scania. Dann geht es ganz langsam Richtung Kassel rein. Und da treffen wir uns dann das Gesamttreffpunkt beim Regierungspräsidium. Und stellen wir dann die Fahrzeuge ab. Da gibt es dann noch ein, zwei Kundgebungen bis so von 11 bis 13 Uhr. Mal gucken, wie lange ich es da in der Kälte aushalte, weil ich habe vollkommen die falschen Schuhe an. So sportliche, diese Ons. Und die lassen hier so richtig schön die Kälte durch. Ne? Aber wird schon gehen. Und dann 13 Uhr ja, geht es wieder los. Vielleicht auch an der Stelle noch mal so ein paar andere News von meiner Seite. Und zwar ein Auflieger habe ich mittlerweile. Vielleicht schneide ich das jetzt hier mal rein. Es ist ein Schmitz Cargo Bull und den habe ich oben bei Krone used. Also Krone hat so ein großes Zentrum, da haben die gebrauchte Auflieger, die man dort kaufen kann. Und ich will ja auch erstmal einen gebrauchten Auflieger nehmen und plane. Und da habe ich einen schönen gefunden. Den habe ich mir jetzt reserviert, beziehungsweise will den auch kaufen. Und das ist so ein Paperliner, das heißt, der ist ein bisschen schwerer belastbar, kannst Papierrollen mit entsprechendem Equipment halt in der Mitte zentral halt auflegen. Das ist ja ein großes Einzelgewicht. Ansonsten hat er Etcher-Verdeck, das heißt zum oben zurückführen, dass ich ihn komplett aufmachen kann. Er hat ein Hubdach drinne, Liftachse, hat eigentlich für einen Planerauflieger, außer dass er verbreitbar ist, das ist er nicht, hat er eigentlich die volle Ausstattung. Ich hatte auch bei Facebook mit jemandem gesprochen, der sagte, Mensch, wenn du Verbreitbaren hast, dann können wir da bestimmt auch zusammenarbeiten, aber kriegt man einen Verbreitbaren A und B zu einem vernünftigen Preis, also das ist gar nicht so ohne. Und irgendwo muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, damit ich da also auch anfangen kann. Und das schneide ich euch jetzt mal rein, wesentliche Teile jetzt vom Auflieger. Ich habe mich dann entschlossen, den Trailer doch nicht in Gänze zu zeigen, einfach weil da noch die Werbung der Vorbesitzerfirma drauf ist.
Und deswegen hier mal ein paar Fotos von dem Bruder des Trailers. Also den habe ich zuerst gesehen. Den habe ich dann aber nicht genommen, weil ich dann den anderen auf dem Platz noch gefunden hatte. Und der einfach nochmal eine Spur besser aussah. Aber hier habe ich nur ein komplettes Video und das will ich nicht jetzt zurechtschneiden, weil da doch viel erkenntlich ist. Aber Bremsscheiben, Luftbälge, Rahmen, Farben, alles super. Also hat mir gut gefallen. Kann man nehmen. Und abonnieren nicht vergessen, ist kostenlos. Also ihr seht auch, der passt farblich also auch zum Zug. Und wahrscheinlich werde ich die Planen links und rechts noch austauschen, die dann auch bedrucken lassen. Und sodass das komplette Fahrzeug, der ganze Zug halt dann ja schon aus einem Guss wirkt, dass man das auch schick machen, ähnlich wie in den ETS-Videos. Nicht ganz so aufwendig von Anfang, es geht ja auch ums echte Geld. Aber ich will das schon ein Stück weit individualisieren, natürlich auch schick machen, auch im Firmen-CI mit reinbringen, auch wenn es jetzt erstmal rot-schwarz ist. Aber es ist halt jetzt hier nun mal das echte Leben. Ich kann mir aber vorstellen, wenn ich das jetzt hier über längere Zeit betreiben sollte, müssen wir mal gucken beim nächsten Fahrzeug und nächsten Auflieger. Die sind ja auch alterstechnisch alles aufeinander abgestimmt. Und kann mir vorstellen, wenn ich in 2 Jahren vielleicht, wenn ich das weitermache, dann da nochmal die Zugmaschine wechseln sollte, wird wahrscheinlich auch der Auflieger gewechselt. Und dann kann ich mir ganz gut vorstellen, aus heutiger Sicht, dass das blau-grau wird. Ja. Und dann sind wir wieder im ursprünglichen Transat-CI oder über die 2 Jahre hat sich das vielleicht in dem Schwarz-Rot so etabliert, dass ich dabei bleibe. Wir werden sehen. Also das wird sich alles ergeben. Ja, mir geht es richtig gut hier. Ich habe hier meine Paprika-Cracker, ich habe hier meinen Hummus, ich habe hier mein Wasser mit ein bisschen Geschmack. Also kann man es aushalten. Noch pinkeln müsste ich mal. Okay, jetzt machen wir also das versetzte Fahren. Dann sollten wir aber stehen bleiben, müssen wir Rettungsgasse bilden. Ganz wichtig, wir wollen uns ja auch ganz gerne abgrenzen von irgendwelchen anderen Aktivisten, nennen wir sie mal noch, die dann keine Rettungsgasse bilden oder gebildet haben. Und soll ja niemand zu Schaden kommen bei diesen Protesten, friedlichen Protesten. Weil das kann es ja auch nicht sein. Also mal hupen hier, ein bisschen Solidarität zeigen. Wie ihr es sehen könnt, da vorne, bin relativ weit vorne mit dabei. Da ist schon der Polizeiwagen da vorne mit Blaulicht. Da ist dann Anfang der Kolonne und das Ende ist im Spiegel nicht zu sehen. Auch schon ein bisschen was zusammengekommen hier fürs Kasseler Umland. Wir sind ja aus dem Nordosten von Kassel und insgesamt kommen dann aus 5 unterschiedlichen Richtungen, deswegen auch Sternfahrt. In Richtung Kassel Konvois zusammen. Da bin ich mal gespannt, wenn wir dann in der Stadt sind, was sich da offenbart. Und die Jüngsten schon dabei, eine Mama mit ihrem Sohn. Das ist schön. Ja, bei mir ist es auch bald soweit. Kriege ich Gänsehaut. Und ja, freue mich drauf. Aber das ist eine Sache, die hat in YouTube oder öffentlichkeitswirksam überhaupt nicht zu suchen. Weil Kinder sollen doch als Kinder aufwachsen und einfach auch frei man muss auch. Man muss auch seine Jugendsünden
unverfolgbar, undokumentierbar begehen dürfen. Das ist, ich überlege, wahrscheinlich auch einige von euch, also zu meiner Jugendzeit gab es noch keine Handys, was wir für Blödsinn und Schabernack gemacht haben. Ich bin so froh, dass das nirgendwo festgehalten ist. Das kann ich fürs Leben schädigen. Also man sieht das ja auch hier, so German Angry Kid, ne, der da vom Computer so ausgerastet ist und dann die Tastatur auf den Tisch gehauen hatte. Da gibt es ein Video von dem jungen Mann, der mittlerweile ist. Das hat ihm nachhaltig nicht gut getan, diese Internetpräsenz. Er hat das ja, das ist ja gestellt, das Video, nur viele denken, das ist tatsächlich so und das ist tatsächlich live. Und natürlich war das gestellt, das Video, weil wer stellt schon eine Kamera damals zu der Zeit hin und filmt sich und veröffentlicht das auch noch, wenn das nicht will. Ja? Und, aber viele Menschen begreifen das einfach nicht und denken dann, das wäre recht. Und das hat ihm nachhaltig geschadet. Und ich denke mal, da wird es auch viele, viele Videos von wahrscheinlich auch jungen Zuschauern hier geben, oder Jüngeren, sagen wir es mal so, wo vielleicht ein bisschen was dokumentiert ist, was denen gar nicht so gefällt und was dann natürlich auch so die Schattenseiten des Internets und dieser medialen Präsenz in den sozialen Netzwerken angeht. Da vorne, da ist der Anfang, da ist der erste Traktor, das ist ein Fendt, gefolgt von einem John Deere. Dann haben wir, ja, Firma Jütte ist mit dabei, mit drei Kippfahrzeugen, drei Seitenkippern. Und es ist komisch, über die rote Ampel zu fahren, auch wenn es ein Konvoi ist. Es ist nach wie vor komisch. So, ich schalte mal Automatik. War kurz in Automatik, jetzt wieder in Anschaltung umgeschaltet. Wir fahren jetzt hier die Ehringshäuser Straße runter. Richtung Katzensprung nach Kassel rein. Da steht ein kleiner Junge. Und den grüßen wir mal. So, jetzt wird es ja auch ein bisschen dichter. Und wir sind im vierten Gang. Weiter hochzunehmen. So. Ja. Aber es ist eine gute Gelegenheit jetzt hier, sich mit der Handschaltung vertraut zu machen. Und an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank an Henrik. Der hat mir dort ein paar Videos zur Verfügung gestellt und hat sich die Arbeit gemacht, mit mir mal oder für mich den MAN mal durchzugehen. Den Fahrerplatz, drüben Sicherungskasten und so weiter, da war ich auch schon alleine dran. Also ich hätte dort den Fehler gemacht und von Allright mir einen 12 oder 24 Volt Wasserkocher zu holen. Der zieht hier ständig dann die Sicherung, deswegen musst du dann den Sicherungskasten aufmachen und ja, an den Automaten ran.
Und das habe ich ja auch so rausgefunden, aber trotzdem hat er sich da wahnsinnig viel Arbeit gemacht und hat eine ganze Videoreihe, YouTube-Videoreihe für mich erstellt. Und ich sagte ihm dann, Mensch, dann mach es ruhig öffentlich, dann kann ich es verlinken bei mir im Video. Schau da gerne mal rein auf seinem Kanal. Oh, da wird jemand ungeduldig und möchte gerne hier rein. Du hast doch nicht alle Tassen im Schrank, ey. Ja, das ist mal schön, das ist eine Kolonne. Und ja, an dieser Stelle nochmal ganz lieben Dank, Henrik, für deine Arbeit, für deine Mühe. Ich verlinke das unten im Video und ich hoffe, ich vergesse es nicht. Aber müsste hinhauen, ansonsten hau mich an, dann linke ich es nochmal rein. Wie gesagt, schaut gerne bei ihm auf dem Kanal vorbei, lohnt sich allemal. Und wer vielleicht auch für ETS, zum Beispiel für den Simulator, noch ein bisschen was dazulernen will über den MAN TGX und die Bedienfunktion, guckt da rein, kann man auf jeden Fall dazulernen. Oh, oh, oh. Naja, gut, ist kalt draußen, ich kann es verstehen, ein Stück weit. Stadt muss man ein bisschen mehr aufpassen als draußen. Sind ein paar Leute über die Ampel gegangen, Fußweg, um hier die Straßenseite zu wechseln. So, jetzt stockert es hier ein bisschen. Wir sind hier so Weserspitze, die Ecke in Kassel. Und wird wahrscheinlich gleich weitergehen, aber jetzt kommen halt 5 Gruppen zusammen in Kassel und da muss man sich erstmal ein Stück weit koordinieren. Ja, ich fühle mich hier wohl in meinem Schneckenhäuschen hier oben. Das ist gemütlich. Kann man demonstrieren, muss ich ehrlich sagen. Zu Fuß ist dann noch mal ein bisschen was anderes, wenn man draußen richtig friert. Da werden ja nachher noch mal die Kundgebungen sein. Ja. Aber hier vorne ist so ein was ist denn das? Das ist, glaube ich, das müsste ein Steyr sein, ne? Rot-Weiß, das sind so typische Steyr-Farben. Und hier auch so ein Trecker. Mit einem kleinen Bauernhof dazu, bisschen was schleppen, bisschen hätte ich auch Bock, aber man malt sich das immer so romantisch aus, das ist wirklich harter Job. Mein Opa war Bauer, ich kenne das so ein bisschen, habe auch als kleiner Junge mal ein bisschen mitgeholfen, ich sage extra ein bisschen, weil richtig als Bauer tätig sein ist nochmal was anderes als meine Hilfe damals und das ist eine Lebensaufgabe. Diese Arbeit, die da geleistet wird, die wird oftmals erheblich unterschätzt. Da sind wieder Leute, die können es nicht abwarten, das ist unfassbar. Statt mal zu warten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen hattet, jetzt hier rechts, da war so ein PKW. Ein silberner. Frau mit einer Oma drin. Was haben wir uns jetzt hier durchmengen? Ja, ich muss nach links. Ein bisschen gucken. Jetzt wird hier die zweite Kolonne zusammengeführt. Ja, auch ein Haufen Traktoren. Also ein Traktoren unterwegs, das ist echt der Hammer. Aber ein geiles Gefühl, Leute. Ich hätte mir gewünscht, dass mehr Fuhrunternehmer mit dabei sind. Das hätte ich mir wirklich gewünscht. Ist leider nicht so. Also bis jetzt sehe ich kaum welche. Sattelzugmaschine bin ich bis jetzt die einzige hier oder der einzige mit einer Sattelzugmaschine.
Vielleicht ändert sich das nochmal, wenn wir die anderen Kolonnen treffen. Da vorne ist wieder eine Zusammenführung. Ja, ich habe halt hier so ein Fischaugen-Optik drauf. Das werde ich nochmal versuchen zu ändern. Ich werde mir auch die Osmo 4 nochmal bestellen. Ganz schöne Kosten hier für mich, um da YouTube-Videos zu machen. Und kostet auch mal schlanke 420 Euro. Und das ist ein schöner Fendt hier. Der hat die richtige Größe. Ein 311er Vario. Schönes Auto, wollte ich gerade sagen. Ja, und dazu werde ich mir dann gleich noch mal ein paar andere optische Aufsätze dazu bestellen. Ah, die wollen auch rein, die Jungs. Demonstrieren mit hier vorne, ihr könnt es nicht sehen. Sind zwei PKWs unterwegs. Ich werde das mal ein bisschen anders machen. So. So, hier vorne sind zwei PKWs unterwegs. So, ich habe kurz hier einen Schreck bekommen, weil es mich überrascht hatte. So, Rettungswagen mit unterwegs. Gut, der kommt hier in der Mitte noch vorbei. Ich habe jetzt mal die Kamera in die Hand genommen. Ich meine ja auch Schrittgeschwindigkeit. Das sollte gut gehen. Dann seht ihr auch ein bisschen mehr. Vorne an dem Fan spiegelt sich schön der MAN in der Scheibe hinten. Das ist auch eine coole Sache hier beim Navi. Der blendet dir dann ein und meldet dir das dann, wenn zum Beispiel Tempolimit kommt oder starkes Gefälle, starker Anstieg und solche Sachen. Echt super ist. Also ihr seht das mal, ist relativ groß. Es kommt jetzt in der Kamera recht klein, aber man kann es vielleicht mit dem Tacho so ein bisschen in der Größe abwägen. Das ist also das Navi. Und bis jetzt, also ich finde es super übersichtlich. Ganz klasse, kannst du noch einblenden, wenn du Pause hast und solche Sachen. Also einmal frei. So. Jetzt waren wir über eine der belebtesten Kreuzungen in Kassel. Und zwar Leipziger Straße. Beim Finanzamt. Sie heißt das ja an der Fährbrücke. So, fahren wieder einspurig. So, haben wir auch. Gegrüßt durch die Kasseler Bevölkerung. Zumindest Teile davon. Ach, guck mal hier, Kinder. Und andere solidarische Demonstranten. Ziel immer näher. Da oben ist dann das Regierungspräsidium. Ne, das ist da hinten, das ist hinter uns, sind wir gerade vorbei, weil da war ich letztens erst für die Anmeldung für die Freigabe zum gewerblichen Güterkraftverkehr. Musst du ja beantragen, brauchst ja ein paar Voraussetzungen musst du erfüllen, wie zum Beispiel Verkehrsleiter, persönliche, finanzielle Zuverlässigkeit, Leistungsfähigkeit und so weiter musst du nachweisen. Und ist ja nicht ganz so einfach, der Prozess in Deutschland. Du fährst aber auch von jemand anders halt teures Gut rum und das soll ja auch nicht jeder machen können. Insofern ist das schon in Ordnung, aber es ist halt auch ein zeitlicher Prozess. Ne? Ja.
so lange halte ich sie nochmal, so lange müssen wir noch dranbleiben. Rechts kommt gleich hier auf dem Friedrichsplatz Zirkus Flickflack. Da sind wir um die Weihnachtszeit drumherum und Neujahr bauen die hier Zelt auf. Dann gibt es also wirklich ohne Untertreibung, atemberaubende Vorführungen. Allein dazu zu gucken, braucht schon ein gewisses nervliches Kostüm. Hier sieht man es. Schön, oder? Und ich würde gleich mal ein Foto machen. Richtig schön. Das Flickflack, ganz toll. So, hier sind wir Friedrichsplatz. Da oben ist die Deutsche Bankfiliale. Hier geht es dann zum Amtsgericht und zum Oberlandesgericht, glaube ich, hier, genau. Da war da was Wichtiges. Noch ein bisschen abstimmen mit den Leuten, die wollen uns ja auch mal helfen. Und da oben ist dann der Uferpalast, also für mich ist es zumindest noch, wahrscheinlich wird er mittlerweile anders heißen, ich weiß es nicht. Weil ich gehe zu selten dafür ins Kino. Meistens immer zu viel zu tun und wenn du dann abends mal zu Hause bist, dann willst du halt gerne auch zu Hause sein. So, jetzt geht es hier zweireihig weiter. Wir wollen, dass wir auf die zweite Reihe gehen. Dann fahren wir doch mal, würde ich sagen, nach links rüber. Ja, dann fahren wir hier mal hinter um diesen den Dings hier dahinter. Den schönen John Deere hier. Hoppala. So. So, ich mache mich da mal fertig zum Aussteigen. Jetzt ist nämlich die Kundgebung. Ein Klo soll es hier auch geben zum Pinkeln. Ach, insofern alles super. Ich habe die Standheizung angemacht. Wir sind halbe Stunde zu früh. Und ich gehe mal so ein bisschen ab und gucke mal, was hier los ist. Und vielleicht packe ich da auch mal die Kamera auf, nehme was mit auf. Muss mal gucken, will nicht so aufdringlich sein. Ist ja auch alles noch neu für mich. Ne? Könnte mal ein bisschen weiter vorne mit dabei sein. Ja. Die Jacke hier. Da ist doch schon ein bisschen was zusammengekommen hier. Zurück, weil die Mehrwertsteuer eigentlich mal eine Straßenbenutzungssteuer war und zu einem Großteil unserer Arbeit verfahren wir unseren Diesel eben nicht auf Straßen. Und ich denke, das müsste jetzt der Letzte auch mal begriffen haben, wenn man immer wieder mit dem Thema konfrontiert wird, ihr kriegt ja eh schon so viel Subventionen. Jetzt 12.19 Uhr ist vorbei. Sollte eigentlich bis 13 Uhr gehen. Aber war eine gute Veranstaltung, viele Leute dabei. Und Schlepper ohne Ende und kaum LKW dabei. Ist ein bisschen traurig. Da stand dann noch so ein Fanblick Edition mit dabei. Ach, so ein Zuschauer habe ich hier getroffen, der hätte mich anhand des LKWs erkannt. An dieser Stelle nochmal schöne Grüße. Auch ein geiler Spruch. Da sind wir vorhin vorbeigefahren.
Ich auch, ne? Mal anders versuchen. So, wieder zurück im Warmheim. Das ist echt angenehm. Richtig schöner Schlepper hier links von mir. 724er. Wirklich schönes Ding. Hätte ich auch gerne. So, die Demo ist vorbei. Ich war gerade auch noch 500 Metern links abbiegen in die Ochshäuser Straße. Etwas essen fahren und lass mich gerade nach Hause routen. Ich glaube, das reicht erstmal für dieses heutige Video. Es ist ja doch ein bisschen was zusammengekommen. Ich werde noch ein bisschen was reinschneiden und mir dann selber mal angucken, was ich dir alles erzählt habe, ob alles dabei ist. Ich glaube, in den nächsten Sendungen werde ich mal ein bisschen was zum Thema Verkehrsleiterschulung, die ich hier abgeschlossen habe. Ich glaube, am 14. Dezember war das, dann eine Woche später, ungefähr am 20. oder 21. Dezember, in die Ochshäuser Straße, habe ich dann noch die Berufskraftfahrerqualifikation abgeschlossen. Also das habe ich alles soweit, muss jetzt halt, wie gesagt, noch die... brauche noch die gewerbliche Zulassung dann für den Gütertransport, inklusive EU-Zulassung, Lizenz. Das ist eine Gemeinschaftslizenz. Das muss ich noch machen. Und dann darf ich legal auch gewerblich Güter transportieren und auch anderes als den Werksverkehr fahren. Und in 2 Kilometern rechts halten und auf die L3460 fahren. Genau. Ja. Dann Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, euer Tom. Ciao.